Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute möchte ich eine Serie starten, die schon lange angefragt wurde von vielen Leuten, die es bisher auf diesem Kanal nicht gab. Und das ist die Anfängerserie zum Fotografieren. Das heißt, ich erkläre dir ganz genau, was du an der Kamera alles einstellen musst, welche Funktion die Kamera hat und überhaupt, wie lerne ich das Fotografieren. All das jetzt in dieser Serie. Und heute mit dem ersten Teil möchte ich starten und das ist die Blende. Was ist das überhaupt? Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Mit der Blende sind zwei Sachen gemeint. Zum einen die Blendenöffnung und zum anderen der Blendenschritt, also wie viel Lichtmenge fällt auf den Sensor. Die Blendenöffnung befindet sich im Objektiv, ist rund und kann geöffnet oder geschlossen werden und dadurch fällt mehr oder weniger Licht auf den Sensor. Jede Öffnung wird mit Blendenwerten angegeben. Die Maximalöffnung, also wie weit die Blende maximal geöffnet werden kann, steht dabei direkt vorne auf dem Objektiv. In dem Fall ist es eine Blende 2.8. Bei Kit-Objektiven ist die maximale Offenblende meistens ein Bereich. Das heißt, je nachdem, wie weit man zoomt, hat man eine verschiedene maximale Offenblende. Um die Blende zu verstellen, müssen wir in den manuellen Modus M oder in den A-Modus, den Aperture Priority, gehen. Dieser steht für Blendenpriorität und diese beiden Modi sind dafür ausgelegt, die Blende manuell zu verstellen. Im Automatikmodus deiner Kamera geht das nicht. Die Blende kann man bei verschiedenen Kameras auf verschiedene Art und Weise verstellen. Bei mir funktioniert es zum Beispiel am vorderen Einstellrad, manche Kameras haben aber auch einen extra Knopf, den man dabei drücken muss. Auf dem Display kannst du deine aktuelle Einstellung der Blende beobachten. Die Blendenzahl erkennst du an dem vorangestellten F. Schauen wir uns einmal die Blendenschritte an. Diese sind Blende 1.4, Blende 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16 und 22. Dazwischen gibt es Drittelschritte, wie zum Beispiel die Blende 2.2 oder 2.5. Die Blendenschritte solltest du dir auf jeden Fall gut merken, denn auch in den kommenden Videos werden wir damit immer wieder konfrontiert werden. Je größer die Blendenzahl wird, desto kleiner wird die Blendenöffnung und desto dunkler wird das Bild. Hier siehst du mal eine komplette Serie an Fotos, die ich durchgeschossen habe, jeweils mit verschiedener Einstellung der Blende. Hier siehst du den Unterschied zwischen Blende 2.8 und Blende 22. Blende 2.8 ist die offenere Blende, hat damit ein helleres Bild erzeugt, Blende 22 ist die geschlossene Blende, lässt damit weniger Licht durch und erzeugt damit ein dunkleres Bild. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum hat man eine weit geöffnete Blende und dazu eine kleine Blendenzahl? Das liegt einfach daran, dass die Blendenzahl eigentlich in einem Verhältnis angegeben werden müsste, es aber praktisch nie so umgesetzt wird. Eine weit geöffnete Blende von 2.8 wird eigentlich in dem Verhältnis 1 zu 2.8 angegeben. Und eine Blende 8, die ja von der Blendenzahl her größer ist, wird eigentlich in einem Verhältnis von 1 zu 8 angegeben. Und wenn man dieses Verhältnis sich dann anschaut, dann ist die Zahl eigentlich wieder kleiner oder sie wird kleiner und auch die Blendenöffnung wird kleiner und dann macht das Ganze wieder deutlich mehr Sinn. Und obwohl das Ganze jetzt eigentlich viel logischer erscheint, ist es in der Praxis doch so, dass man die einfache Blendenzahl angibt, weil es halt einfach kürzer ist und dementsprechend für faule Leute sehr viel besser ist. Neben der Helligkeit beeinflusst die Blende außerdem die Schärfentiefe, also wie viel im Bild eigentlich scharf ist. Wenn ich nur einen sehr geringen Teil des Bildes scharf habe, dann wird der Hintergrund und der Vordergrund dementsprechend deutlich unschärfer. Je offener die Blende ist, also je kleiner die Blendenzahl, desto unschärfer wird der Hintergrund und der Vordergrund. Auch hier habe ich dir nochmal eine Serie von Bildern erstellt, damit du den Unterschied gut erkennen kannst. Hier siehst du den Unterschied zwischen Blende 2.8 und Blende 22. Blende 2.8 bietet dir einen schönen unscharfen Hintergrund, während bei Blende 22 das gesamte Bild relativ scharf ist. Nachdem wir jetzt wissen, wofür die Blende eigentlich da ist, stellt sich die Frage, welche Blende setze ich in welcher Situation eigentlich ein? Du hast ja gerade gesehen, dass ich ein paar Porträtbilder gemacht habe und dafür eignet sich zum Beispiel immer sehr gut eine offene Blende, weil wir einen schönen unscharfen Hintergrund bekommen und die Person dadurch sehr schön freistellen können. In der Landschaftsfotografie ist es zum Beispiel komplett anders. Da wollen wir ja das komplette Bild scharf haben, das heißt den Vordergrund und auch den Hintergrund. Und dementsprechend nutzen wir da eine kleinere Blendenöffnung, wie zum Beispiel Blende 8 bis Blende 16, um da ein optimales Ergebnis zu bekommen.
Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum wir dann nicht einfach Blende 22 nehmen, um alles noch schärfer zu bekommen. Jedes Objektiv hat einen sogenannten Sweet Spot. Dieser Sweet Spot liegt meistens zwischen Blende 8 und Blende 11 und bedeutet, dass dort die bestmögliche Abbildungsqualität des Objektivs liegt. Wenn man die Blende zu weit schließt, kann bereits wieder eine gewisse Unschärfe im Bild auftreten. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, du hattest eine ganze Menge Spaß, konntest auch vieles Neues lernen. Wir werden jetzt natürlich mit dieser Serie weitermachen und viele verschiedene Themen behandeln. Wenn du selber Themenvorschläge hast, kannst du sie mir gerne unten in die Kommentare posten oder auch einfach eine E-Mail schreiben und dann nehme ich die natürlich mit auf. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren, beim Ausprobieren und beim Bearbeiten deiner Fotos. Ciao!